like white tees. Don't get me dirty. Love, love, love on me. Love, love on me. She cannot come with. Yo, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ochar. Heute geht's in die zweite Weekend League. Ich kommentiere das hier nach, weil leider bin ich bei meinem Dad gewesen, hab kein PC dort und konnte so nicht aufnehmen. Hab ich das erste Spiel und die zwei letzten Spiele aufgenommen. Leider, ja, wie man hier seht, leider ein bisschen gerippt mein Controller. Von der Weekend League. Rage gab es auch ein bisschen in dieser Weekend League. Aber ja, was soll man machen? Das gehört dazu zur Weekend League. Aber funktioniert noch der Controller. Deswegen würde ich sagen, ist noch okay. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Spiele. Gönnt euch diese Spiele, die drei, die ich aufgenommen habe für euch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nochmal am Ende. We'll be right back.
So, wir haben jetzt hier die Rang 3 Rewards. Also das vorletzte Spiel war eines meiner schwitzigsten Spiele und schwersten Spiele, die ich je in meinem EAFC-Leben oder FIFA-Leben, besser gesagt, hatte. Das war geisteskrank. Also was da alles passiert ist, viele Tore da gefallen sind, was noch passiert ist in dem Spiel, war geisteskrank. Wir gehen rein in die Rewards. Ganz klassisch, wie immer, hier mal wieder diesen unnötigen Flexer-Jubel. Natürlich wieder nicht genügend Quali-Punkte dazu bekommen, aber egal, scheiß drauf, noch ein bisschen was bei Meilenstein abgeholt, hier leider noch nicht so weit, damit wir gute Packs bekommen, bei Foot Champions im Season Pass bin ich schon sehr weit, hab so in den nächsten Tagen, würde ich sagen, Adama Traoré, so, und dann auch Level 40 am Start, so, das erste Pack ist nicht erwähnenswert, würde ich sagen, um die Season Pass XP schon so schnell zu bekommen, müsst ihr auf jeden Fall so die ganzen Management-Aufgaben und so alles machen. Das ist klar. Also nur mit Ultimate Team kommt ihr da nicht weit, ganz klar. Dann gibt es hier die drei Inform-Packs, mit denen bin ich reingegangen. Da gab es jetzt auch nichts Erwähnenswertes drin. Wie ihr seht, da kann man sich jetzt auch nicht gerade viel erhoffen. Im ersten Tilo Kehrer drin gehabt, aber ja, war Abstoß, ganz einfach, ganz klar, habe ich mir jetzt einfach abgestoßen, weil jetzt nichts so Wertvolles dabei, was man so irgendwie für Profit mitnehmen könnte, so zum Verkaufen. Im zweiten Pack hier Vogt von Union Berlin drin gehabt, aber ja, ist auch nicht erwähnenswert, bin ich euch ehrlich. Wusste ich jetzt nicht im ersten Moment, was genau das für eine Karte ist, aber auch einfach abstoßen, bin ich euch ehrlich. So, dann geht es jetzt weiter in die nächsten Packs. 82x20, hoffen natürlich da auf einen guten Spieler, leider kein Walkout drin gehabt. ZDM, Frankreich, wer kann das wohl sein? Die Kante natürlich, wer denn sonst? Vielleicht Tchouaméni hätte es noch sein können oder so, aber viel mehr Auswahl wird es auch nicht geben. Direkt rein ins nächste, 83x10, glaube ich, habe ich jetzt aufgemacht, genau, tradable und mal wieder kein Walkout. Geil, oder? Geile Rewards. Dafür Sonntag einfach verschwendet, Sonntag in Müll geworfen, hier einfach nur Müll drin gehabt, einfach gar nichts drin. 87x2, gehen direkt weiter, natürlich Walkout, ganz klar. ZM, Norwegen und das ist mal wieder Ødegaard, wie gefühlt in jedem zweiten Pack von diesen garantierten und dann noch Foden hinter. War okay, weil den hatte ich ja natürlich im Team, konnte ich dann verkaufen, aber mein Team will ich auf jeden Fall noch umbauen. Will Foden raustun, Carvajal raustun, Tell raustun, wird mal Zeit und es geht rein ins Hero Pack. Komm schon. Wir haben bisher nichts Gutes drin gehabt. Stürmer, Bulgarien, Premier League, Schmutz, Dinger. Einfach nur Schmutz. Schaut euch diese Werte an, schaut euch den Wert an von dieser Karte. Es ist einfach nur geisteskrank, was wir für ein Pech im Hero Packs haben. Ich würde sagen, das war's auch dann wieder mit diesem Video, mal wieder ein kürzeres Video. Ich hoffe, dass das letzte FIFA-Video, FIFA 6 Video natürlich, euch auch gut gefallen hat. Hat man ein bisschen gesehen an den Aufrufzahlen so. Ist ein bisschen besser angekommen, mehr Leute haben es gesehen. Sehr schön, freut mich natürlich, ganz klar, für den Aufwand. Ist immer gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wünscht mir viel Glück für die nächste Weekend League. Da kommt auf jeden Fall wieder ein Video mit Facecam und Live-Commentary und allem drum und dran, wie es gewohnt ist. Und dann bin ich auch für dieses Video wieder raus. Ciao, ciao.